Oh, hallihallo, hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Risen 3 Titan Lords. Und wir sind auf dem Weg nach oben. Wir haben hier noch gesehen, dass da noch eine Muschel liegt. Ne, wir müssen jetzt gerade mal eben kurz das Handwerkszeug, also das Minenarbeiterzeug von dem Lennart, glaube ich, hieß er, ihm wieder zurückbringen, denn er hat ja ein bisschen Angst vor den Wassermenschen gehabt und deswegen, weil er so ein kleiner Schisser ist, bringen wir ihm jetzt sein Zeug wohlbehalten nach Hause. So, sind wir denn überhaupt auf der richtigen Insel? Nein, sind wir nicht. Das heißt, wir müssen erstmal wieder runter. Komm, stürz dich. So, ich hoffe, wir kommen irgendwo hoch. Da hinten kommen wir auf jeden Fall hoch, das ist schon mal ganz gut. Wieso brennt das Schiff? Schauen wir mal. Könnte sein, dass das alte Schiff von uns ist, was wir vorhin ja von Petty erfahren haben, dass welches sich der Dings unter Nagel gerissen hat. Bei uns steht immer noch wie ein, keine Ahnung, doof in der Landschaft rum. So, wo ist sie? Die müsste doch irgendwo da drüben sein. Da ist sie. Buongiorno! Hier, ich habe deine Ausrüstung gefunden. Ah, war sie immer noch in der kleinen Höhle am Fuß des Berges im Norden? Ja, genau da. Großartig. Dann kann ich ja jetzt meine Arbeit wieder aufnehmen. Vielen Dank. Das lasse ich mich ein paar magische Kristalle kosten. Hier, nimm. Und nochmals vielen Dank. Kein Problem, mein Freund. Waren zwar nur drei magische Kristalle, ist jetzt nicht die Welt, aber man möchte sich ja jetzt auch nicht beschwören, hä? So, wir müssen jetzt auf jeden Fall mal gleich hier rüber. Nach dort. Das heißt, da müssen wir aber wieder schwimmen. Das ist ein bisschen doof jetzt gerade, aber müssen wir jetzt irgendwie durch. Weil wir müssen zu dem anderen Strand noch, denn da gab es noch einen weiteren magischen Gegenstand, den ich sehr gerne haben würde. Und deswegen müssen wir gleich mal los. Ein bisschen paddeln schadet nie. Die Insel ist auf jeden Fall noch recht groß. Das heißt, da werden wir wohl noch eine ganze Weile dran ackern. Dass wir das hier mal abschließen können. Ach, bei dem Mondschein ein bisschen planschen immer. Komm, Betty. Ich hoffe, deine Ballons ziehen dich nicht zu weit nach unten. So. Plötsch, da kommt er angekugelt. Eine echte Herausforderung, muss man ja wirklich sagen. Wie bitte sollen wir an die Muscheln hier drankommen? Anscheinend gar nicht. Tut mir schon echt wieder schon das arme Hälfte, das arme Äffchen. Wie kann ich das denn nur tun? Einfach mal so. Ich weiß es halt leider gerade Während selber ich auf nicht. der Insel fast versauert bin, hat es sich der feige Haufen schön gemütlich gemacht. Man macht ja nix. Wir werden jetzt gleich auf jeden Fall mal ein bisschen aufdrehen. Hey, du da! Du hast hier nichts verloren. Sagt wer? Das sage ich. Und ich bin hier der wichtigste Mann. Ohne mich hätte hier keiner was zu trinken. Also wirst du tun, was ich dir sage. Der wichtigste Mann kriegt gleich eins auf die Fresse. Der wichtige Mann kriegt gleich was auf die Fresse. Hey, bleib ganz locker, ja? Ich wollte mich doch nur ein bisschen aufspielen. Hier, kannst meine Rumration haben. Also lass die Fäuste unten, okay? Trag in Zukunft einfach weniger dick auf. Irgendwie hast du ja recht. Haben hier bald eh kein Wasser mehr und dann geht sich jeder an die Gurgel. Guck dich um. Hier gibt's doch genug Wasser für alle. Oh, wir haben hier einen ganz schlauen, was? Schon mal Salzwasser getrunken?
Wer das trinkt, hat wohl zu heiß gebadet. Ohne Zugang zur einzigen Wasserquelle hier auf Kila war's das. Kein Wasser, kein Rum, kein gar nichts. Wir sind erledigt. Wer kann mir hier etwas beibringen? Was weiß ich? Mich interessieren nur meine Fässer. Es sei denn, du hast Gold. Dann bin ich der Richtige. Bring mir etwas bei. Nur wenn die Kohle stimmt. Meisterdieb meistern. 2000 Gold. Machen wir das mal. Bring mir bei, wie ich besser Schlösser knacken kann. Alles klar. Taschendiebstahltalent. Machen wir das auch noch? So gut bin ich auch nicht. Okay, können wir noch nicht. Dann fragen wir immer weiter aus. Zugang zur Wasserquelle. Weil wir ständig damit rechnen müssen, einen Speer in den Hintern zu kriegen, wenn wir uns dem Wasserfall nähern. Die Eingeborenen hier stehen nicht so auf Teilen, verstehst du? Mach ihnen ein Angebot, das sie nicht abschlagen können. Ja klar. Wie soll das denn aussehen? Gold regelt alle Probleme. Und woher soll ich das Gold nehmen? Wir sind hier am Arsch der Welt. Das bisschen Gold, was ich habe, brauche ich, um hier und da die Jungs zu bestechen. Boos kann ja nicht immer auf mich aufpassen. Nee, mit dem Vorschlag gehst du bei der Sache baden. Kannst du mir nicht helfen? Ich brauche echt Hilfe. Ich kümmere mich um dein Wasserproblem. Danke, Mann. Hoffentlich bist du erfolgreich. Wo genau ist die Wasserquelle? Geh einfach weiter ins Inland. Halte dich südwestlich, bis du auf einen Wasserfall stößt. Pass bloß auf, dass die Eingeborenen dich nicht gleich aufspießen. Alles klar. Wissen die anderen, dass euch bald das Wasser ausgeht? Bist du verrückt? Da kann ich mir ja gleich mein eigenes Grab schaufeln. Wenn Boos mitkriegt, dass wir bald auf dem Trockenen sitzen, knüpft er mich sicher auf. Hier traut eh keiner dem anderen über den Weg. Da halte ich mal lieber schön die Fresse. Wie gut bist du mit dem Messer? Hey, ganz langsam, ja? Ich will keinen Ärger. Ich meine, wie gut du ein Messer werfen kannst. Mann, sag das doch gleich. Ich würde sagen, ich bin ein ganz passabler Werfer. Ich trainiere jeden Mittag an der Wurfscheibe. Du kannst mich dann ruhig herausfordern, wenn du magst. Ja, machen wir das. Ah, sieh mal an, was die Flut angespült hat. Noch so ein Vogel. Ich hoffe, du hast Gold in den Taschen. Interesse an einem Geschäft? Von welcher Art Geschäft reden wir? Ah, ich sehe schon. Du ergreifst Gelegenheiten, wenn sie sich dir bieten. Pass auf. Ich bin auf der Suche nach jemandem, der mir etwas besorgen kann. Lass mich raten. Dieser jemand bin ich. Na, du scheinst ja viel herumzukommen. Und die Aufgabe ist ein Klacks für jemanden wie dich. Du sollst lediglich auf Antigua meinen Bruder Flynn aufsuchen und ihn an mein Erbe erinnern. Kosarenklinge, okay. Was das Erbe angeht, ich habe deinen Bruder Flynn auf Antigua getroffen. Dein sogenanntes Erbe ist nicht zufällig ein Schwertstück? Verdammt, dann weißt du also davon. Ich mach dir einen Vorschlag. Besorge mir sein Schwertteil und ich entlohne dich angemessen. Was nehmen wir denn das? Nehme ich. Boah, warte mal, Flynn war doch, glaube ich, ein guter, oder? Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, so richtig. Okay, aber ich rate dir, mich nicht zu verarschen. Aber was denkst du von mir? Ich bin ein ehrlicher Pirat. Das hoffe ich für dich.
Warum hast du deinen Bruder nicht an das Erbe erinnert? Ich bin nie dazu gekommen. Ist schließlich eine weite Reise. Angst vor langen Reisen? Red keinen Scheiß. Ich hab keine Angst. Ich brauch keine Angst haben. Es gibt bestimmt das eine oder andere, was du noch von mir lernen kannst. Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Bedächtnis, okay. Dolche, kritische Treffer. Kritische Treffer um 10 pro Stufe. Das klingt gut. Das machen wir mal. Ich möchte mehr kritische Treffer landen können. Es ist immer richtig, an seinen Fähigkeiten zu arbeiten. Das kann man wahrscheinlich nicht. Dafür bin ich nicht gut genug. Machen wir das auch nochmal? Geschäften noch etwas anderes? Ich vertreib mir die Zeit beim Messerwerfen. Das schreckt die Ratten ab. So, so. Ich trainiere immer spät abends bis kurz nach Mitternacht. Wenn du Lust auf ein Spiel hast, gib Bescheid. Ich werfe immer gern um ein paar Münzen. Bereit, ein paar Messer zu werfen? Natürlich. Aber meinen Wurfarm schlägst du nicht. Los geht's. Und los! Na dann schauen wir doch mal. Da müssen wir auch hin. Zack. Mir platzt gleich der Sack. Dann platzt dir halt der Sack, guck mal, das ist mir doch egal. Okay, da unten. Jawoll! Langsam reicht's. Das war zwar nicht die 5, die ich eigentlich haben wollte, das ist halt ein bisschen doof. Aber egal, wir haben einen mehr. Ah, ich glaube, der ist nicht ganz so gut. Nicht ganz so schlecht. Muss mal ein bisschen dran feilen. Verdammt! Brauchst du eine Seehilfe? Boah, jetzt wird's richtig schwierig. 10 Punkte, dann habe ich 19 und das. Boah. Jawohl. Heimlich geübt, was? Wenn er jetzt eine 5 macht, habe ich so oder so verloren. Wenn er eine 4 macht, dann haben wir Gleichstand. Er macht eine 5. Ja, das war's. Egal, das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Verloren. Und schon habe ich deinen Einsatz in der Tasche. Aber wer so nervös wirft, darf sich auch nicht wundern. Was heißt hier nervös werfen? Bereit, ein paar Messer zu werfen? Los geht's. Und los! Eine Runde machen wir noch. Dann ist die Folge auch schon wieder zu Ende. Sehr schön. Verdammt! Das war schlecht. Ist deutlich schwerer jetzt geworden mit dem Verjüngten. Jawohl. Heimlich geübt, was? Ja, habe ich. In der vorherigen Runde, Kollege. Na, jetzt dreht er schon wieder auf, der Sack. Das ist nicht nett. Ah, okay, da verändert sich das. Das war zu viel. Verdammte Scheiße. Das werde ich wieder nicht schaffen.
Wenn er wenigstens mal einen daneben werfen würde, ne? Gut, das ist auch noch human, aber trotzdem. Zwei Stück nur noch. Das heißt, wenn ich jetzt eine 5 mache, bin ich bei 11. Und dann kann ich tatsächlich nur noch drauf spekulieren, dass er sich auch noch verdedelt. Heimlich geübt, was? Oh, komm, mach irgendeinen Scheiß jetzt, komm. Ah, eine 3. 3 ist machbar. Aber ich brauche jetzt eine 5. Okay, er ist genau in der Mitte, das ist schön. So, jetzt keinen Scheiß machen. Der ist gut. Jawoll, ja! Gewonnen, 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 gewonnen. Mist, der Sieg gehört wohl dir. Hier hast du den Gewinn. Und weil du mich das erste Mal geschlagen hast, gibt's einen Fusel hinterher. Dann kannst du deinen Sieg richtig auskosten. Gut, haben wir mit dem schon mal gequatscht. Das ist ja schon mal ganz schön und gut. Hier liegt ein Teleportstein, den nehmen wir natürlich mit. Da hat es auf jeden Fall Kisten noch drin. Die werden wir uns gleich auch mal zu Gemüte führen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin alles Gute. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, Däumchen nach oben. Und bis dann. Ciao.